Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin draußen mit den Hunden wieder in der Senke. Das ist der einfachste, schnellste Weg hier für uns. Ich muss aufpassen, es ist wieder leicht glatt. Ich gehe vorsichtig. Das ist sehr, sehr viel Wasser und es glubbert gar nicht so viel, weil es so voll ist, das Bächlein hier. Seht ihr das? Schwer zu erkennen, ne? Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, es ist nicht einfach. Fließt schnell dahin, ne? Fließt sehr, sehr schnell. Ja. Es ist wirklich kalt heute Morgen. Ich hoffe, dass ich heute Morgen an den Basteltisch komme. Ich weiß noch nicht genau, was ich wirklich machen möchte. Das wird sich noch zeigen. Aber ich möchte auf jeden Fall gleich noch irgendwann was basteln. Aber wenn ich nach Hause komme, muss ich erstmal in die Dusche springen. Hey, das hasse ich ja wie die Pest, ihr wisst es ja. Ach, ja, aber es hilft ja nichts. Guck mal, schöner Himmel eigentlich, ne? Wir sind noch vor dem Sonnenaufgang, könnte noch was Schönes werden heute. Naja. Ich gehe mal einmal so langsam mit euch rum, damit ihr mal so gucken könnt, wenn ihr wollt. Dann gehen wir mal auf die andere Seite der Brücke. Ganz viel Wasser drin steht diesmal. So viel haben wir lange nicht da drin stehen gehabt. Seht ihr? Sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ja. Und da ist meine Tara, meine Maus. Ja. Guck die sich das auch mal an und dann gucken wir mal, wo die Mimaus ist. Ah ja, da ist sie ja. Seht ihr? Darauf habe ich gerade die ganze Zeit gewartet. Langsam geht die Sonne auf. Oh, ist das schön. Okay, da sind meine beiden Halunkenkönige und sind am Toben. Das ist der Himmel über mir. Wow, schön, ne? Wird so richtig angestrahlt. Und jetzt zeige ich euch. Jetzt kommt gleich die Sonne. Hoffentlich, dass die Kamera das zeigt, was das Auge sieht. Das sieht so klasse aus gerade. Oh mein Gott. Es ist noch ein sehr, sehr schöner Morgen jetzt, wirklich. Guckt euch das mal an. Das Morgenrot ist schon wieder raus. Das ist immer nur ein kurzer Moment. Da kommt gleich die Sonne. Lange dauert es nicht mehr. Ist das schön, oder? Ich liebe das. Es gibt wirklich ein bisschen wieder Kraft. Ein bisschen Zuversicht. Kann ich gut gebrauchen. Fast ist sie da, die Sonne. Fast, fast, fast. Zieht schon mal ein bisschen raus. Ei, ei, ei. Wir gehen noch mal rum. Oh ja, es wird heller. Meine beiden. Oh, die vermissen das.
Sie suchen immer noch meinen Mann. Wenn ich nach Hause komme, habe die Wäsche dabei. Tara stürzt sich darauf, ist nicht zu halten. Und ach. So, jetzt versuche ich euch das zu zeigen. Da ist sie. Da kommt die Sonne. Schön. Einfach nur schön. Tara konnte es nicht lassen, die musste in das Wasser. Und dann hat sie sich erschrocken, weil das nämlich sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr schnell. Und wir gehen noch einmal auf den Himmel, weil die Sonne jetzt richtig schön da ist. Ui. Ui. Was ein Licht, hä? Was ein Winterlicht. Das ist mein Brückchen. Hier fließt auch noch so ein bisschen Wasser heute. So ein kleiner Abflussgraben hier, so ein Entwässerungsgraben ist das hier. Aber schön, oder? Ein paar Bubbelblasen. Wunderbar. Dieser kleine Entwässerungsgraben, der gluckert wirklich wunderbar vor sich hin. Ganz schön. Und fließt schnell das Wasser. Man denkt es gar nicht. Ein bisschen Wasser, ein paar Tropfen. Reicht schon aus. Ist schon schön. Man muss nur aufmerksam sein, dann sieht man auch so kleine Sachen, die eigentlich ganz schön sind. Die Hunde wackeln leider, weil da schon wieder irgendjemand rumläuft. Ich gehe mal raus, um euch zu zeigen, wie klein dieser Bach eigentlich ist. Noch ein bisschen Wasser plätschern. Ich wollte eigentlich mehr aufnehmen, aber jetzt habe ich schon wieder jemanden mit dem Hund hinter mir und muss sehen, dass ich zum Auto komme. So, das war's von mir von heute. Bis dann. So, wir sind am Auto, aber das muss ich euch dann doch noch mal ganz kurz zeigen. Hui! Das ist richtig schick. Schick. Wie sagen die? Schönes Licht. Damit hören wir jetzt auf. Bis dann. Tschüss.